Hi, Andreas hier von Gute Ukulele mit einem Video über die Boveda Luftbefeuchter. Es wird immer kleiner, was ich hier in der Hand halte. Eine kleine Geschichte dazu. Vor knapp einem Jahr war ich im Februar 2020 auf Hawaii und habe natürlich mehrere Male Kualoa besucht, habe dort Ukulelen ausgesucht. Und Brian Benavente, der Vizepräsident von Kualoa, mit dem ich dann auch mal essen gehe und so, der erzählte mir, dass sie eine Kooperation mit Boveda eingegangen seien und ab sofort alle Ukulelen mit diesem Pack ausliefern. Ich habe seitdem sehr, sehr viele Ukulelen von Kualoa bekommen mit diesem Pack und möchte kurz erklären, worum es sich da handelt und was das Ding kann und wo die Vor- und die Nachteile oder die Unterschiede, Vor- und Nachteile will ich gar nicht sagen, die Unterschiede zu anderen Systemen sind. Ich nehme erstmal eins, was nicht eingepackt ist, damit es nicht immer so knistert. Kualoa nimmt dieses Pack und wirft es einfach sozusagen oder legt es neben die Ukulele in die Verpackung, in der sie das Instrument dann verschicken. Sie befestigen das nicht, ich zeige das später in so einem kleinen Säckchen. Das ist ihnen sehr hawaiianisch, wieder viel zu aufwendig. Nehmen das Ding und legen das da rein. Das Besondere an diesem Pack ist, dass dieses Päckchen nicht nur die Luft befeuchten kann, sondern auch entfeuchten kann. Und zwar steht hier 49% drauf. Das ist genau die Luftfeuchtigkeit, die von diesem kleinen Teil in dem Case, natürlich nicht im ganzen Raum, aber in dem Case des Instruments oder in dem Gigbag des Instrumentes hergestellt wird. Es gibt auch andere Packs mit anderen Luftfeuchtigkeiten, wie ich glaube 72% für zum Beispiel Zigarren, was ich gelesen habe auf der Boveda-Webseite. Schön, aber interessiert mich jetzt nicht so. 49% ist die Luftfeuchtigkeit, bei der sich unsere Ukulelen am wohlsten fühlen. Ist es zu trocken, befeuchtet es. Ist es zu feucht, entzieht es der Luft die Feuchtigkeit. Wunderbar, also ein rundum sorglos Paket. Ne? Was ich dabei toll finde, ist, dass ich hier nichts nachfüllen brauche, auf der anderen Seite aber wiederum auch nicht nachfüllen kann. Das heißt, irgendwann ist das Ding sozusagen die Lebenszeit abgelaufen. Das merkt man daran, dass es dann hart ist und nicht mehr so ein Gel da drin ist. Und dann kann man es nicht mehr benutzen, dann muss man ein neues kaufen. Ne? Das ist natürlich einfacher, wenn ich etwas habe, wo ich etwas nachfüllen kann. Auf der anderen Seite ist das Nachfüllen natürlich erstens umständlich. Ich weiß, wovon ich rede, habe mein Leben lang so einen Luftbefeuchter benutzt. Und man muss halt auch immer gucken, ob dieses Schwämmchen, was in diesen Luftbefeuchtern immer drin ist, ob das überhaupt noch feucht ist. Also ne, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, es sind Unterschiede. Ich will es eigentlich nur erklären und gar nicht bewerten. Es ist auf jeden Fall, was die Praktikabilität angeht, unschlagbar. Man nimmt das Ding, legt es ins Gigbag. Fertig. Also leichter geht es nicht. Und es gibt Zubehör und verschiedene Packs, die ich am Anfang, als ich es dann in Deutschland kriegen konnte, nicht so richtig verstanden habe. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Video mache. Ne? Also wie gesagt, dieses Pack hier wird immer mitgeliefert von Kualoa. Und es gibt es jetzt genauso auch bei mir als Zubehör zu kaufen. Solange diese Packs verpackt sind in einer Plastikfolie, kann man sie lagern. Ne? Nicht, dass du denkst, ja, ich kaufe das jetzt oder ich kaufe jetzt das Viererpack davon, ich habe aber nur eine Ukulele, dann trocknen die anderen drei aus. Naja, deswegen gibt es, zeige ich gleich nochmal, das Viererpack mit einem wieder verschließbaren Beutel. Solange diese Packs in diesem Beutel sind, trocknen sie nicht aus und man kann auch sich vier Stück für eine Ukulele kaufen, aber ehrlich gesagt, wer hat denn nur eine Ukulele? Gut, das ist ein anderes Thema. So, wie gesagt, Kualoa macht es so, dass es dieses Pack nimmt und einfach in die Hülle legt, in der die Ukulele kommt. Boveda hat aber auch eine schöne Befestigung dazu. Das ist dieses kleine Stofftütchen. Ja, ich habe erst gedacht, das muss irgendwie hier, da müssen die Seiten durch. Ich dachte, wie soll das gehen? Naja, das ist eigentlich nur, um den Firmennamen zu zeigen. Und jetzt kann man dieses Päckchen hier nehmen und in diese Stofftüte tun. Wenn man Angst hat, dass dieses Papier den Hochglanzlack zerkratzt oder weil man das nicht mag, dass es so komisch aussieht. Und dann ist es sicherlich, also so kann es dem Instrument überhaupt nichts tun. Das ist irgendwie sehr samtig. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist. Das ist sehr samtig. Was ich komisch finde, ehrlich gesagt, hier hinten, wenn man das auspackt, also dieser Single Holder, der kommt in dieser kleinen Pappschachtel, ne? Da ist dieses Ding hier drin. Wenn man das auspackt, dann ist hier diese kleine Öffnung. Das
So, und da kommt das Päckchen rein. Nun sieht man vielleicht, das ist hier an der Seite fest. Das heißt, ich dachte, okay, das ist hoffentlich ein doppelseitiges Klettband irgendwie und ich, damit man das einfacher aufmachen kann. Ich hatte mir gewünscht, dass es so ist wie hier, ja, dass man das aufklappen kann und dann wieder zumachen kann und hier hält es dann, wie ihr schon seht, es tut es nicht. Ja, ich habe das hier aufgemacht, damit ich das leicht rein und raus kriege. Das kann man machen, aber dann muss man damit leben, dass das hier so ein bisschen hoch steht. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ich muss dieses Teil ein bisschen, das ist ja sehr flexibel, dieses Gel. Ich ziehe hier nicht an der Seite, so wie ich das beim ersten Mal gemacht habe, sondern knicke dieses Pack so ein bisschen und fädle es dann hier ein. Das geht auch relativ schnell und mache diese Lasche dann da oben rüber. Zack. Und dann, so, jetzt steht die Lasche nicht mehr hoch. Und das Teil kann vor allen Dingen auch nicht herausfallen, ist auch nicht unwichtig. Gut, das sind die ersten Erfahrungswerte mit diesem Säckchen hier. Ich finde es auf jeden Fall deutlich wertiger als nur diese Papp-Umrandung. Es gibt dieses Small Starter Kit. Da ist einmal diese Hülle enthalten, die es aber wie gesagt auch einzeln gibt, Single Fabric Holder heißt das, dann auch bei mir auf der Webseite. Oder man kann sich halt dieses Starter Kit kaufen, da ist dieses Säckchen drin und zwei von diesen Packs, diesen hier. Ja, die sind dann auch eingeschweißt, damit sie nicht schlecht werden bzw. hart werden. Ja. So, es gibt sie wie gesagt einzeln zu kaufen, auch auf meiner Webseite und es gibt sie im Viererpack in einer wieder verschließbaren Tüte. So, das war, glaube ich, alles, was wichtig ist, um zu erklären, was es mit Boveda auf sich hat und warum ich es so gut finde, und nicht nur ich, sondern auch Kovaloa so gut findet, dass sie ihre Ukulelen damit verschicken und ich es so gut finde, dass ich es jetzt mit meinen Ukulelen, bei meinen Ukulelen auch benutze und natürlich dann auch in meinem Shop führe. Tschüss.